Schaut mal, da ist ein Hundi. Aber um das geht es jetzt gar nicht. Es geht mir um die wilde Möhre. Und ich habe euch ja schon mal gesagt, Pflanzenvielfalt, die stelle eigentlich überhaupt keine Doltenblüte vor, außer Ausnahme ist Pastinake und die wilde Möhre. Irgendwas vergieße ich gerade, aber das macht nichts, weil Doltenblüte sind echt ein Hund, auch wenn man sie schon auskennt. Die wilde Möhre ist für mich eine Ausnahme, nämlich ab genau diesem Zeitpunkt, wo man genau das davor finden kann. Also ihr seht da, super behaarte Stängel, ja, was allein jetzt noch nicht das super Merkmal ist, aber diese Hüllblätter, also wenn ihr euch vorstellt, also das ist die Blütenknospe, okay, und diese Blätter da, das ist einzigartig, also das ist komplett typisch für die wilde Möhre. Da wird dann da eine Doltenblüte draus und unter dieser Blüte bleibt da genau dieses Zeug erhalten. Das ist für mich das ultimative Bestimmungsmerkmal. Ich habe da eine wilde Möhre vor mir stehen. Es geht für mich nicht mit den Blättern, also es mag schon sein, dass das wir kann, aber Doltenblüter haben echt oft sehr, sehr, sehr verwandte oder ähnlich aussehende Blätter. Also ab diesem Zeitpunkt, wo man diese Hüllblätter auf einem Stängel finden kann, weiß man, wilde Möhre kann man verwenden. Um das geht es mir jetzt eben, wilde Möhre, super Sache. Ihr könnt dieses Grün verwenden, also diese Blätter kann man essen, einfach so. Sind würzig, kann man in Salat reinhauen. Man kann auch die jungen Stängel verwenden. Ich reiß da jetzt nichts ab. Naja, vielleicht doch. Also man kann die Stängel, oh, Ameise, schaut mal. Entschuldigung. Kann man auch einfach so knacken. Man kann das Ganze in Salat reingeben. Nur Ameise, Entschuldigung. Und so weiter. Also, wilde Möhre, eine, also wir schauen sich das natürlich eher an, wenn es blüht. Eins der wenigen Doltenblüter, Grün, das was ich persönlich verwende, und eben ab diesem Zeitpunkt, wo diese Hüllblätter gut zum Sehen sind, und somit möchte ich das als erste Botenvideo euch nennen oder verkaufen sozusagen, weil wenn nur das Grün da ist, ich würde mich nicht trauen, obwohl ich mich viel mit Pflanzen beschäftige, dass ich euch sage, und das ist jetzt die wilde Möhre, nicht, traue ich mich nicht, aber jetzt traue ich mich. Okay Leute. Also, raus mit euch auf die Suche nach genau dem und Kosten gehen.